Hallo Aktienfreunde, jetzt im Sicherheitscheck Main Street Capital. Gleich erfahrt ihr, wie viele Punkte die Aktie holt, zuvor aber noch ein paar Infos zur Firma. Also Main Street Capital ist ein Unternehmen, das im Finanzdienstleistungssektor tätig ist. Der Konzern ist eine sogenannte Business Development Company, kurz BDC genannt. Das bedeutet, dass man kleinere und mittlere Firmen mit Kapital versorgt. Das kann zum einen Eigenkapital sein oder Fremdkapital. Bei Eigenkapital wird Main Street Capital Miteigentümer. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 1997. So, legen wir los in den Check. Aber erst noch kurz der Hinweis: Dieses Video dient nur der Information und gibt keine Handelsempfehlung. So, los geht's mit dem ersten Kriterium. Hat die Aktie einen hohen Börsenwert und kommt aus einem wirtschaftlich starken Land? Also Main Street Capital hat aktuell eine Marktkapitalisierung von ca. 1,8 Milliarden Euro und kommt aus den USA. Und weil die Marktkapitalisierung unter 10 Milliarden liegt, gibt es hier einen halben Punkt Abzug, also insgesamt einen halben Punkt. Das zweite Kriterium. Hat die Firma in den vergangenen 10 Jahren regelmäßig Dividenden ausgeschüttet? Also die Dividende ist in den letzten 10 Jahren von 1,50 Dollar auf 2,43 Dollar je Aktie angestiegen und in diesem Zeitraum gab es eine kleine Dividendenkürzung in einem Jahr. Und deshalb gebe ich hier einen halben Punkt, aufgrund der Kürzung hier ebenfalls einen halben Punkt Abzug. Und jetzt schauen wir uns auch nochmal kurz hier in der Dividendengrafik an. Hier sehen wir die Dividendenentwicklung seit 2007 und hier sehen wir, dass die Dividende in den letzten 10 Jahren hier von 2013 auf 2014 leicht gekürzt wurde. Also wenn man die Sonderdividende jetzt nicht mit einbezieht, und zwar von 2,04 Dollar auf 2 Dollar, also eine ganz leichte Dividendenkürzung. Ansonsten ging es dann auch wieder nach oben in den letzten Jahren. Und dann noch kurz zur Dividendenrendite, die liegt aktuell bei 8,2%, also echt sehr hoch momentan. Da muss man natürlich abwarten, ob die beibehalten werden kann und die Dividendensteigerung, die durchschnittliche in den letzten Jahren, die war in den letzten 5 Jahren bei 3,47% und in den letzten 10 Jahren bei 5,34%. Also das Dividendenwachstum, das durchschnittliche. So, dann machen wir weiter im Check und zwar mit dem dritten Kriterium. Wie groß war der größte zwischenzeitliche Kursrückschlag seit der Finanzkrise? Also, der größte Rückschlag war jetzt vor kurzem im Corona-Crash, also im Februar, März 2020, hier die Aktie zwischenzeitlich ca. 65% an Wert verloren, also schon ein deutlicher Einbruch. Und deshalb gibt es hier einen Minuspunkt. Und jetzt schauen wir uns kurz hier im Chart nochmal an. Hier die langfristige Kursentwicklung seit dem Börsengang. Der war im Oktober 2007, also während der Finanzkrise. Also hier in dem Zeitraum. Hier die Aktie circa knapp über 40% verloren. Und in den Jahren danach ging es dann im Großen und Ganzen doch schön aufwärts, wie man hier sieht, mit zwischenzeitlichen Verschnaufpausen und hat sogar ein neues Hoch erreicht, jetzt kurz vor der Krise, aber eben, wie gesagt, jetzt im Crash, also im Mini-Crash, jetzt im Februar, März, hat die Aktie deutlich verloren im Vergleich zu anderen Aktien. Das vergrößere ich nochmal hier. Also hier sieht man es schön, hier die Aktie hier in dem Zeitraum fast zwei Drittel an Wert verloren, aber sich jetzt mittlerweile sich wieder einigermaßen erholt, wie man hier sieht. Gut, dann machen wir weiter mit dem Check und zwar mit dem vierten Kriterium. Wie hat sich der Kurs der Aktien in den vergangenen 10 Jahren entwickelt? Also in den letzten 10 Jahren hat die Aktie nach aktuellem Stand ca. 119% zugelegt, also sich mehr als verdoppelt, trotz des Einbruchs jetzt vor kurzem, und deshalb gibt es hier einen Punkt. Dann zum fünften Kriterium. Wie entwickelt sich voraussichtlich der Gewinn des Unternehmens im nächsten Jahr? Also dieses Jahr soll es nach aktuellen Schätzungen einen Verlust geben, voraussichtlich von
1,10 $. Und nächstes Jahr soll der Gewinn aber wieder ansteigen, laut aktuellen Schätzungen, und zwar wieder vom Verlust aus auf nächstes Jahr 2,64 $ je Aktie. Aber das sind natürlich nur Prognosen, das kann sich natürlich noch ändern, aber weil nächstes Jahr wieder ein Gewinn erzielt werden soll, zumindest nach aktuellen Schätzungen, gibt es hier einen Punkt. Dann zum letzten Kriterium liegt das aktuelle KGV 130, ist damit die Aktie vermutlich nicht zu teuer. Also weil es in diesem Jahr, also 2020, einen Verlust voraussichtlich geben soll, gibt, kann man hier keine KGV ausrechnen natürlich. Aber für 2020, also auf Basis des KGVs für 2020, liegt dieses bei 12 und damit deutlich unter 30. Und deshalb gebe ich hier ebenfalls einen Punkt. Und damit kommen wir zum Gesamtergebnis. Und hier holt Main Street Capital bei meinem Sicherheitscheck insgesamt 3 Punkte von 6 maximal möglichen Punkten. Und in meiner Sicherheitscheckampel landet die Aktie damit auf der zweitbesten Stufe noch gerade so. Und in meiner Rangliste aller bisher gecheckten Aktien in meiner ersten Videoserie. Hier landet die Aktie momentan auf dem 67. Platz zusammen mit einigen anderen Aktien. Und insgesamt habe ich bis jetzt in der ersten Videoserie, wie ihr seht, 121 Aktien analysiert. So, dann zum Abschluss noch ein weiterer Hinweis. Mein Sicherheitscheck gibt nur eine Einschätzung zu Aktien an der 6 Kriterien. Diese Einschätzung kann sich natürlich auch als falsch herausstellen. So, das war's dann wieder mal. Bis zum nächsten Video. Macht's gut.